Und wir machen weiter hier mit Hogwarts Legacy. Wir sind in einer neuen Jahreszeit angekommen, nämlich im Winter, sind in unserem Schlafraum aufgewacht und stehen hier in unserem Gemeinschaftsraum. Der Gemeinschaftsraum von Hufflepuff, alles richtig schön naturverbunden. Ach, ist das herrlich, auch einmal wieder hier zu sein. Ja, was haben wir denn eigentlich als nächstes zu tun? Wir haben einen neuen Auftrag, zwei sogar. Einmal Professor Hoens Aufgabe. Ich muss einen Dirrycall und eine riesige lila Kröte mit dem Schnappsack retten. Okay, dafür bekommen wir Bombarda. Und Feuer und Sünde. Poppy wartet in dem Gebiet ganz im Norden von Hogwarts, wie der Besen fliegt. Okay. Das heißt, entweder das oder, was ich ja eigentlich echt gerne mal machen möchte jetzt, wir müssen unbedingt noch Demigeist-Monde finden. Oh, und was haben wir hier noch? Das Fohlen des Todes. Sprich mit Deek im Raum der Wünsche. Okay. Das könnten wir natürlich auch noch machen. Ich würde sagen... Das würde mich ja jetzt tatsächlich interessieren. Einmal zu Deek in den Raum der Wünsche. Und dann vielleicht mal noch nach den Demigeist-Statuen Ausschau halten. Wie viele haben wir denn da? Können wir da einmal nachsehen? Wo haben wir die denn? Na, wir haben nur zwei. Oha, und 13 bräuchten wir. Da müssen wir aber noch einige finden. Da brauchen wir aber noch einige. Na gut, das dauert bestimmt noch ein wenig. Also erst einmal zu Deek, würde ich sagen. Einmal gemütlich hier durch unseren Gemeinschaftsraum laufen. Schaut so toll aus. Ach, es ist so schön. Die ganzen Gemälde. Die ganzen Pflanzen. Oh, wir könnten uns hier mal ein Törtchen gönnen. Ah, dass wir mit dem Geist hier nicht reden können. Oh, jetzt gönnen wir es uns aber gewaltig. So. Und dann einmal zu Deek. Wunderschön. Wirklich so wunderschön. Einmal unseren Gemeinschaftsraum verlassen. Oh, Pief ist auch wieder dabei. Der ärgert hier wieder jemanden. Da mischen wir uns mal nicht ein. Huch, Pief ist aber schnell. Pief ist zweimal? Oh, jetzt müssen wir noch was Gesundes hinten her. Jawohl, nachdem wir uns jetzt mit Kuchen vollgestopft haben, nehmen wir mal noch einen Apfel. Einmal was Gesundes. So, wir folgen einmal unserer Spur hier. Denn da laufen wir dann einfach auch nochmal ganz entspannt durch das Schloss. Wir könnten zwar auch die Schnellreise sozusagen nehmen, aber... Ach, ich finde es schön, hier immer wieder durchzulaufen. Ich kann mir das immer wieder angucken. Und das sollte ja auch kein Problem sein. Vielleicht entdecken wir auch noch was, was wir noch nicht entdeckt hatten. Hier waren wir auf jeden Fall schon. So, dann schauen wir doch einmal. Schaut euch mal diese wunderbare verschneite Landschaft an. Sieht das toll aus. Ach, ist das herrlich. Das ist ja wirklich wieder zauberhaft gemacht hier. Oder müssen wir auch ganz viel... Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Oh, Sebastian hat auch schon wieder eine Aufgabe für uns. Was ist denn Zwerg? Angst. Na, Pief ist aber heute aktiv hier. Oh,
da müssen wir unbedingt auch ganz viel draußen rumlaufen und uns diese tolle Schneelandschaft angucken. Es schneit sogar richtig. Ah, wie cool. Herrlich. Okay, wir sprechen jetzt also einmal mit Deek. Entweder sind die Aufgaben jetzt anscheinend ja neu dazugekommen. Die habe ich das letzte Mal irgendwie gar nicht gesehen. Bin ich ja jetzt gespannt. Und die Uniform eines Historikers. Diese alten Schatzkarten. Ach, schaut euch das doch mal an hier. Schaut das nicht immer wieder toll aus? Sehr, sehr schön. Gut, also jetzt aber einmal in den Raum der Wünsche. Mit jemandem angefreundet. Da wartet Deek auf uns. Jawohl, einmal den Raum der Wünsche betreten. Und ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. So, wo ist er denn? Bitte sprechen Sie mit Deek, wenn Sie Zeit haben. Hallo Deek. Hallo Deek, du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deek dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Oh, cool. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Deek. Alles klar. Auftrag gestartet, das Fohlen des Todes. Rette ein Testralmädchen, kaufe eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Nein, ein Testralmännchen, kein Mädchen. Haben wir schon ein Weibchen demnach? Deek hat auf meiner Karte markiert, wo er glaubt, dass ich Testrale finden kann. Ich muss außerdem in Hogsmeade vorbeischauen, um eine Zauberanweisung für das Zuchtgehege zu kaufen. Okay, cool. Auch wieder eine sehr interessante und schöne Aufgabe. Wenn wir eh schon hier sind, können wir auch gleich mal kurz nach unseren hier schon lebenden Tierwesen Ausschau halten. Können wir Wolkenschwinge einmal... Füttern brauchen wir eigentlich nicht. Ressen haben sie ja, aber wir könnten einmal Knuddeleinheiten verteilen. Einmal knuddeln und ihn auch einmal knuddeln. Huch, das Tierwesen ist nicht bereit, weil frisst gerade. Ah. Ja, cool. Wolkenschwinge sollte ja dann eigentlich wahrscheinlich... Oh, Wolkenschwinge will noch nichts fressen. Wolkenschwinge kann sich hier was nehmen. Und Caligo hat eine Feder für uns. Sehr cool. Okay. Oh, jetzt frisst auch Wolkenschwinge. Dann können wir da die Feder auch gleich noch mitnehmen. Jawohl. Klar, denen hier geht's also gut. Schauen wir auch mal noch zu den anderen. Ein
einmal. Ach, und unsere Sachen können wir bestimmt auch gleich wieder einsammeln. Sind wir schon wieder voll? Oh, wir sind immer noch voll. Okay, wunderbar. So, wie sieht es denn mit euch aus, Leute? Geht's euch allen gut? Hallo, na, Fleckchen? Es ist einfach nach wie vor niedlich. Die stellen sich jetzt alle da schön an zum Fressen. Das ist doch hervorragend. Wenn wir Cookie auch mal noch knuddeln. Könnt ihr auch mal zum Fressen kommen hier. Muni kriegt auch mal noch Knuddeleinheiten. Und die, die hier gerade fressen oder schon gefressen haben, kriegen auch mal noch Knuddeleinheiten. Das ist natürlich echt cool. So, und dann können wir hier einmal wieder ein bisschen was einsammeln. Und vielleicht dann auch bald nochmal unsere Sachen verbessern. Und da kriegen die ihr Futter direkt vor die Schnauze. Sehr cool gemacht. Oh, Nelly. Nelly braucht auch noch Knuddeleinheiten. So, habt ihr gerade gefressen hier? Nein. Oh, ich kann hier schon was sammeln. Sehr gut. Du brauchst noch was zu futtern. Du kriegst gerade. Und bei dir... Na? Kann ich auch mal sammeln. Bei dir jetzt auch. Ach nein, habe ich schon gerade gesammelt. Sehr gut. Hervorragend. Der ist auch so niedlich. Ach ja, hier könnte ich wirklich Stunden verbringen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen. Wir werden bestimmt noch ganz viel Zeit hier verbringen und auch noch alles schön einrichten. Jetzt folgen wir erstmal. Haben wir auch genug? Ah, Kaukohl können wir nochmal mitnehmen. Eisenkraut vielleicht auch nochmal. Ja, chinesischen Kaukohl brauchen wir unbedingt. Nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? Rumpfelfeigen. Ach, schaut mal, das ist so schön hier. Raune nochmal mitnehmen. Ja, genau. Wunderbar. Können wir vielleicht auch gleich noch was verbessern? Wir schauen einmal. Haben wir noch was zum Verbessern? Da brauchen wir Krötenwarzen. Okay. Also anscheinend bei allen Sachen, die wir tragen. Nein, hier brauchen wir Testralhaare und Federn eines Lupers. Genauso wie hier. Hier ebenfalls. Okay, Krötenwarzen. Oh, hier können wir verbessern. Ist das was, was wir tragen? Nein, das tragen wir ja gar nicht. Tragen die hier. Okay, na dann brauchen wir hier erstmal nichts verbessern. Dann legen wir einmal los. Und müssen, wo müssen wir hin? Wo können wir ein Testralmännchen retten? Hier oben. Okay, das heißt, wir reisen einmal zum Eingang beim Sumpf an der Nordfurt. Und da ist anscheinend auch noch ein Flämmchen, was wir nicht entdeckt haben. Das trifft sich ja gut. Dann können wir uns da in der Gegend gleich wieder umschauen. Ach, und wir sind im Schnee. Ach, ist das toll. Wie mega cool das hier ist. Herrlich. Okay, wir lassen einmal unseren Weg anzeigen. Oh, da können wir gleich erstmal... Wozu die Wache? Das machen wir gleich erst einmal. Wollen wir ein bisschen fangen spielen? Wie wär's? Hilfe! Resto Momento. Potato. Akio. Super. Gracias. Cambiamos. Pulso. So leicht gebe ich nicht auf.
nicht? Ich bin. Komm, Ringo! Sag mal. Das kann ich doch nicht sein, wenn du mich hier erwischt. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Na, was ist mit dem? Kann ich den gerade nicht mehr angucken? Das war schmerzhaft. Du musst bald am Ende sein. So, und du musst auch bald am Ende sein hier. Du hast keine Chance. Hey, Doktor, Spelljammer. Feigling, kannst du mit Fähren mitdenken? So, dann haben wir wieder ein paar schwarzen Magier besiegt. Uns hier mal noch kurz umsehen. Ach, schaut es schön aus im Schnee. Oh, hier waren wir anscheinend schon einmal. Hier ist schon eine geöffnete Truhe. Lass uns einmal wieder unseren Weg anzeigen. Und einmal Revelio. Kurz Revelio. Ja, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Dann gehen wir aber erstmal weiter. Oder machen wir die auch gleich noch, wenn wir schon hier sind? Dann nehmen wir die doch auch gleich noch mit. Hatte ich doch noch was gehört. Was hast du getan? Nichts außer euch Wilderer etwas dezimiert. So, wunderbar. Noch mitgenommen hier? Sehr schön. So, wir müssen natürlich unseren Schnappsack bereithalten. Ich denke mal, ein Testral lässt sich bestimmt nicht so einfach fangen. Das sollten wir uns vielleicht tatsächlich Arresto Momentum noch mit dazu nehmen. Ach so, und einmal wollte ich noch gerade nachsehen. Wir sind... Ach ja, wir laufen dann an dem anderen Flämmchen sowieso vorbei. Das ist cool. Sehr, sehr schön. So, hier waren wir schon. Da hatten wir einmal einen... einen Zauberer hier. Merlins Prüfung, so hieß das. Oh, hier sind Jobberknolls und anscheinend auch wieder ein paar Gegner. Habe ich schon lang. Du da! Tja. Oh, was soll das denn? Nehmen wir natürlich auch gleich wieder mit hier. Bist du hinter dem goldenen Schnaps? Ach, und wir könnten natürlich auch wieder unseren tollen Tauchpol noch nehmen. Den mag ich doch immer so gerne. Tauchpol noch ein bisschen was verkauen. Hier sind 10. Wagst du es, meine Leute zu töten? Nee, ich nicht. Das macht der Kaufmann. Sehr schön. Ach, es ist so toll. Ja, jetzt habt ihr leider nichts mehr zu mampfen hier. Oh. Hier haben wir was gefunden. Bardolf. Oh, Bardolf bemusst Tagebucheintrag. Hm. Wir schauen mal. Den nicht schon mal. Eins von zwei? Zwei von zwei. Ja, den hatten wir doch schon.
Okay, komisch, dass wir das hier nochmal einsammeln können. Naja. Macht ja nichts. So. Jobberknolls. Die lassen wir jetzt mal. Die brauchen wir nicht. Wir sind auf der Suche nach... Oh, hier ist ein Hase. Wir sind nicht auf der Suche nach Hasen und auch nicht nach Hühnern und nach Eichhörnchen auch nicht. Wir suchen Testrale. Und zwar ein Testralmännchen. Oh, und ich glaube, da ist wieder ein Gegner. Ach, schaut mal, die schönen Eichhörnchen. Hat das Eichhörnchen jetzt hier das umgeschmissen? Was aber auch. Ach nein, es ist kein Gegner. Hier spaziert nur einer. Und hier ist... Oh, doch. Ach nein, das hatten wir auch schon. Das ist schon erledigt. Ja? Ja. Incendio. Hier ist doch schon mal Merlins Rätsel gelöst worden. Demnach. Was mich aber etwas irritiert, dass das nicht hier drinnen ist mehr. Ist ja komisch. Protego. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Na, wer weiß. Vielleicht geht das bei jeder Jahreszeit irgendwie wieder zurück oder wird das zurückgesetzt. Wir nehmen noch ein paar Blutegel mit. Huch. Oh. Ein Suchkrattler. Den nehmen wir auch mal mit. Und da vorne wäre ein Laden oder ein... Wanderladen sogar. Glöckchen. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, ich würde gern was verkaufen gleich wieder. Was haben wir denn hier alles, was wir nicht mehr brauchen? Einmal gleich wieder ein bisschen was loswerden, wenn wir schon hier sind. Da haben wir gesagt, da haben wir ja das andere, das wir verbessert haben. Also lassen wir das andere. Und dann einmal alle Sachen weg, die weniger bringen. Was ist mit hier? Was ist mit dem? Der dunkel, kann ich... Ach so. Stufe 30 brauche ich da dafür. Okay, brauche ich aber nicht. Kann ich verkaufen. Ja. Da warte ich mal noch. Da, oh, und die zwei lassen wir mal noch. Da weiß ich jetzt nicht. Vielleicht nutzen wir die mal noch. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Vielen lieben Dank. Wir wandern einmal weiter durch diese wunderschöne Winterlandschaft. Ist das ein... Oh. Oh, hier sind die Testrale. Und hier ist ein Drachenskelett. Oh, Wahnsinn. Schaut euch das an. Mega. Oh, wo haben wir eigentlich Flämmchen gehabt? Ah, eigentlich ganz woanders noch. Da müssen wir dann auf dem Rückweg unbedingt noch vorbeilaufen. Okay, jetzt aber erstmal unseren Schnappsack gepackt. So, dann müssen wir erstmal erstmal gucken. Das ist ein Männchen hier. Arresto Momento. Schon, ich will doch nur helfen.
ist sehr schnell. Ah, schade. Da haben wir leider den Test 3 verloren. Aber da ist er wieder. Arresto Momentum. Ah, er hebt ab. Okay, das heißt, wir müssen einmal zurück und warten, ob wir wieder auftauchen. Da waren wir zu langsam. Hier sind auch noch Ballons. Da können wir auch noch fliegen. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal warten. Jetzt haben wir die aufgescheucht. Das war jetzt... Oh, da sind sie. Tja, aber ob wir die im Flug... Arresto Momentum. Ah, außer Reichweite. Tatsächlich im Flug. Das ist natürlich auch ungünstig. Ist das überhaupt das Männchen? Ja. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Wir haben es geschafft. Wir haben ein... Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Strahlmännchen gerettet. Das zum einen. Und dann müssen wir noch Zauberanweisungen für ein Zuchtgehege kaufen. Okay, jetzt schauen wir uns hier aber erstmal noch um. Einmal Richtung Flämmchen würde ich gerne noch gehen. Ja, das wäre diese Richtung in etwa. Das haben wir nämlich noch nicht freigeschaltet. Ha, das schaut cool aus. Schaut mal. Haben wir hier noch irgendwas? Erstmal nichts in der näheren Umgebung. Doch, da vorne eine Truhe sehe ich da. Und hier müssen wieder irgendwelche Gegner sein. Oh ja, hier ist glaube ich ein Wildererlager. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Das ist beinahe zu... Tatio! Potato! Und nicht der Rolle wie ein Billywink! Incendio! Von meinem... Arresto Momentum! Huch! Oh, hier können wir was reparieren. Haben wir den Reparo überhaupt? Oh, erstmal noch den Gegner. Dein Können ist ganz schön unfindlich, was Schätzchen? Das wird morgen wehtun, wenn du da noch lebst. Na? Confringo! Oh, ein Fall mit Confringo gleichzeitig getroffen. Das ist ja cool. Expelliarmus! Vedotto! Der liegt jetzt im Käfig, das ist auch cool. Ach nein, doch nicht. Oh, da ist ein Tierwesen. Moment. Lass uns mal das Tierwesen retten hier. So, was haben wir denn hier? Oh nein. Ein kleines Mondkalb. Nehmen wir das auch noch mit, oder? Einmal erst aufschließen. Jawohl. Und dann gleich mal noch das Mondkalb retten hier. Arresto Momentum. Gleich das ein glaubt Professor Howen nie. Noch ein Mondkalb gerettet hier. Ich will doch eine ganze Mondkalbherde haben. So, wo haben wir den Reparo? Reparo. Ach cool, wir können die Deko wieder aufhängen. Das ist ja toll. So, haben wir noch was, irgendwas in der Nähe? Ach ja, die kleine Truhe. Die nehmen wir auch noch mit. Einmal wieder
Eine Rune. Gut, und dann müssen wir noch mal kurz nachsehen, ob wir jetzt in der richtigen Richtung unterwegs sind. Nein, nehme ich schon wieder nicht mehr. Wir müssen wieder mehr zurücklaufen. Da müssen wir ja irgendwo noch an dem Flämmchen vorbeikommen. Ja, und hier könnten wir gleich noch fliegen. Okay, aber erst noch den hier. So, wunderbar. Das ist auch gleich wieder erledigt. Oh, unsere alte Magieanzeige ist voll. Können wir also noch sehr viel öfter benutzen. Unseren Superzauber. Aber wo ist denn das Flämmchen? Revelio. Machen wir die Luftball. Oh, da ist auch schon wieder ein Tierwesen im Käfig. Tatsächlich. Na, das müssen wir doch auch noch retten. Oh, da müssen wir erstmal noch unsere... Niffler ist immer schwierig. Das ist, glaube ich, ein Niffler. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Da hast du Momentum. Und wieder ein Tierwesen gerettet. Ich passe auf dich auf. Ja, cool. Das klappt ja hervorragend. Nur unser Flämmchen. Das finde ich gerade nicht. Jetzt machen wir aber auch gleich noch hier dieses Besenspiel mit. Einmal die Luftballons. Starten wir. Wenn wir schon hier sind. Vielleicht sehen wir dann auch Flämmchen. So, einmal ein Luftballon. Wo ist denn der nächste? Sind die denn alle? Da sind die Testrale. Da ist nochmal ein Tierbau. Oh, da ist eine Landeplattform. Hervorragend. Okay. Und hier war doch auch nochmal gerade ein Luftballon zu sehen, oder? Ja. Mal. Dann machen wir natürlich die Landeplattform auch gleich noch mit. Aber erstmal noch hier. Ballons mitmachen. Huch, den haben wir verpasst tatsächlich. Das waren sie, glaube ich, oder? Und dann einmal noch auf die Landeplattform. Ach, das ist natürlich cool, dass wir dann hier eigentlich immer noch Sachen zu erledigen haben. Abgestürzt. Eulina. Das war aber nicht sehr elegant. So wollten wir das doch. Landeplattform. Wunderbar. Herausforderung abgeschlossen. Cool. Und die Fackeln entzündet. Sehr, sehr schön. Oh, und da unten sind tatsächlich Erschwinderinnen-Eier. Na, die nehmen wir auch gleich noch mit. Gut, immer noch die Frage, wo ist hier Flämmchen?
unterhalb von uns. Ganz offensichtlich. Oh, hier ist nochmal ein mittelgroßes Banditenlager. Na gut, wenn wir jetzt schon hier sind, dann nehmen wir das auch noch mit. Ja, ohnehin schon hier oben. Erspäht. Schauen wir uns hier auch noch um. Oh, der ist sogar Stufe 30 hier. Ist da jemand? Hallo? Ach, hier. Ja, hier ist tatsächlich. Huch, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Kobolde besiegt. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier mal um. Mittelgroßes Banditenlager hat es geheißen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wieso, Eulina? Wir haben es doch schon bereits geschafft hier. Was willst du denn eigentlich? Revelio. So, oh ja, hier haben wir was zum Einsammeln. Wieder ein paar Galeonen. Ja, schön. Hier. Ein Teleskop. Hier wird anscheinend etwas gebraut. Dampft es. Und hier geht es anscheinend in eine Höhle. Na, da schauen wir uns doch auch gleich mal nach um. Eine Truhe und eine neue Brille mit silbernem Gestell. Auch wieder sehr schön. Das Erkunden, das macht einfach auch so viel Freude. Jetzt mit dem Jahreszeitenwechsel auch wieder richtig toll. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Flämmchen. Beziehungsweise auf dem Weg zu Flämmchen. Huch, hallo! Oh, ich wollte dich nicht verscheuchen. Entschuldige bitte. So, das heißt, wir müssen jetzt in welche Richtung? Ja, das ist doch jetzt gut. Diese Richtung und dann einmal nach unten. Sehr gut. Ach, wir haben noch eine Sammeltruhe hier irgendwo. Oder sind wir bei diesem? Nein. Hier muss noch eine Sammeltruhe irgendwo sein. Da müssen wir nochmal kurz nachsehen. Muss noch was zu finden sein hier. Revelio. Das wird diese hier sein. Einmal wieder eine neue Rune. Unverzeihlich. Und nochmal eine silberne Brille. Schauen wir nochmal. War das die Sammeltruhe? Ja, da ist jetzt ein Haken dran. Sehr schön. Und hier wäre auch nochmal ein Banditenlager. Na, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Wenn wir schon hier sind. So, das ist... Wo ist denn das noch? Hier hinter uns war das, glaube ich. Das müsste dann das hier sein.
Ja, das ist noch das Nächste. Lass mal mit rein. Ich werde nicht ruhen. Bist du bald fertig? Skaliamos. Du vor. Oh, das ist peinlich. Was? Pflanzen sind doch toll. Was habt ihr denn gegen die? Also, ich finde die ganz toll. Also der Kaukohl ist nach wie vor einer meiner Favoriten. Und auch hier muss jetzt irgendwo noch eine Sammeltruhe sein. Auch wieder ein Koboldlager. Hier ein paar Powertränke eingesammelt und im Zelt ist keine Truhe. Oh, hier ist, glaube ich, eine, oder? Sieh das? Platzwunde auf Stufe 1. Ja, wunderbar. Haben wir das auch erledigt. Gut, dann jetzt einmal zu dem Flämmchen. Da stelle ich jetzt einmal den Wegweiser an. Können wir da auch speichern. Und in der nächsten Folge mich dann ganz entspannt weitermachen. Ah, schaut mal. Hier muss ein Flämmchen sein. Jawohl, Sumpfwand in Nordfurt Osten. Wunderbar. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, das ist wirklich sehr praktisch. Oh, und hier ist jemand. Da machen wir nochmal ganz kurz einen Blick. Was will Effi? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Anscheinend. Ja, ich habe welches dabei. Hier bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Einmal und? Wer sagt hier Hallo? Will sie nochmal was? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ich weiß nicht. Nein, wir haben, glaube ich, keins mehr. Ich fürchte nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich habe keins bei mir. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie wären vorbereitet. Ja, ich habe Ihnen doch gerade einmal Donnergebräu abgetreten. Also anscheinend will sie noch mehr Donnergebräu. Na, können wir ja noch bringen das nächste Mal. Okay, jetzt machen wir hier erstmal eine kleine Unterbrechung, eine Pause. Und in der nächsten Folge kaufen wir dann die Zauberanweisung für ein Zuchtgehege und gehen zurück zu Diek und lassen uns erklären, wie wir Tierwesen nachzüchten können. Ich hoffe, ihr seid auch weiter mit dabei. Ich würde mich natürlich wieder sehr freuen. Verabschiede mich jetzt erstmal wieder und sage Tschüss.